Die Bundesregierung hat die Ankündigung der Türkei zu neuerlichen Sondierungsaktivitäten im östlichen Mittelmeer zur Kenntnis genommen. Und wenn es tatsächlich zu Explorationen in diesem umstrittenen Seegebiet käme, wäre das ein sehr bedauerlicher und aus unserer Sicht auch ein unkluger Schritt. Der würde die Bemühungen um Entspannungen im östlichen Mittelmeer zurückwerfen und er wäre ganz sicher alles andere als förderlich für die Weiterentwicklung oder Fortentwicklung der EU-Türkei-Beziehungen, wie sie der Europäische Rat vorletzte Woche ja ins Auge gefasst hat. Es ist wichtig und notwendig, dass alle Beteiligten sich um die Vermeidung von Eskalationen bemühen und dass sie ihre Streitfragen im östlichen Mittelmeer inklusive der seerechtlichen Streitfragen möglichst rasch im Dialog und auf Grundlage des Völkerrechts lösen. Und wir sind weiterhin bereit, jede Bemühung zu diesem Zweck zu unterstützen. Alleine der Umstand, dass dieses Treffen Lukaschenkos mit einigen inhaftierten Oppositionellen in einem Gefängnis stattgefunden hat, zeigt doch, dass man hier überhaupt nicht sprechen kann von einem offenen oder gleichberechtigten Dialog auf Augenhöhe. Herr Lukaschenko muss endlich die Zeichen der Zeit erkennen und in den längst überfälligen Dialog auf Augenhöhe mit dem belarussischen Volk eintreten. Und so einer kann nicht mit Gefangenen in einem Gefängnis stattfinden. Das versteht sich, glaube ich, von selber. Deswegen bleibt es bei unseren Kernforderungen.